Kannst du einmal auf die Außenbordkammer scheinen? Ich muss wissen, ob es da draußen sicher ist. Ist ziemlich grün auf jeden Fall da draußen. Ist ziemlich grün? Ja. Okay, aber dann kannst du ja mal hinschalten. Boah, das sieht ja fast professionell aus, Simon. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja, du weißt, die Leute können jederzeit Screenshots machen. Pass auf, was davon passiert. Ich gehe jetzt auch raus, ne? Und dann, Simon, erklär, was wir jetzt tun. Ich hab's nicht gerafft. Ich erkläre es gerne, auch wenn ich es auch noch nicht ganz gerafft habe. Die Idee war, dass wir ein Interview führen, von dem ihr mir die Antworten bekommt und dann die Fragen reinschneiden oder ähnliches müsst und dann mal gucken, ob das lustig wird. Computer sagt nein. Also wir haben dann unseren Teil getan, der Humor muss dann von euch kommen. Ja, so kann es kommen, so kann es sein. Kann auch ruhig mal andersrum sein, ne? Yo! Interview-Pedie oder was? So nennen wir das Spiel und dafür haben wir sogar einen Teil, den wir jetzt erfahren. Da fehlt ein Weh. Interview-Pedie, würde man so sprechen. Ja. So, du hast die Regel erklärt, ne? Ich hab sie versucht, ja, naja. Ja, so. Ich hab irgendwas erklärt. Genau. Und fangen wir einfach an, lassen wir ein bisschen Vorlauf, dann fängst du an und dann abwechseln. Okay. Ja, können wir machen, ja. Oh, Mann. Feinstes, weiches Leder. Reibst du auch dein Leder? Nur so, um zu wissen, wie geil es sich anfühlt. Ja. Ach komm, da stehst du doch drauf. Nee. Kannst du nicht einmal eine Moderation machen, ohne irgendwie was Abfälliges, Negatives irgendwie zu sagen? Mit ihm gemeinsam eher seltener, aber ich meine, es kommt immer auf die Grundsituation drauf an und welche Phasen der Grundstruktur wir je nach Stärke der Ummaserung sozusagen auch wirklich erfasst haben und erfassen konnten bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Also neulich hatten wir, glaube ich, 14. Gut gesagt. Ja. Genau gesagt. Hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Bei mir ist ja doch illegal. Hast du was Schlechtes gemacht? Ja. Was isst du denn von der Marmelade? Ah, es kann ich beantworten, Bananen. Ja, 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 ja. Ja. Vier. Hast du verstanden? Nee. Eine Öko-Werkstatt in Norddeutschland ruft ihre beliebten Bausteinkästen aus recyceltem Holz zurück. In einigen der Boxen wurden bis zu 4% Schaukelpferd entdeckt. Jetzt hab ich. Warum lachst du denn? Hast du Witz erzählt? Ja, musst du einen Witz einbauen jetzt. Das ist eine Blondine zwischen zwei Atzenhainern. Weißt du nicht? Nicht die dümmste. Also, war das schon? Ich weiß nicht, ich schätze ja. Also, ich glaub, war das schon lustig? Das sollte reichen. Das sollte reichen. Ich bin gespannt, was die Zuschauer dafür Fragen einbauen. Ja, ihr baut da jetzt was ein. Bitte jetzt diesen Part nicht mehr. Oh. 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 Und kann man nicht noch einen schönen. Wir gehen kurz raus und ihr macht noch einen schönen Verabschiedungshintergrund rein, ja? Ja, das machen wir. So, without further ado, I would like to start saying my goodbyes. Okay. Good night. And good luck. Tschüss. Ha 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 ha!